Hallo liebe Zwillinge, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel heute für März 2023. Wir starten in eure Grundüberschrift mit einem neuen Orakel-Deck, das nennt sich Wie geht es mir, spricht ihr wirklich? Nachher gehen wir wie gewohnt in das keltische Kreuz mit Zigeunerkarten, Crowny Tarot und abschließend gibt es eine Persönlichkeitsanalyse aus dem Symbolon-Orakel. Spürt mit, die Rollen können vertauscht sein und ihr könnt sehr gerne die Legung zu euren Aszendenten anschauen. Helft mir auf meinem Kanal zu wachsen. Ich freue mich über eure Likes, Abos, lieben Kommentare und für private Legungen findet ihr alle Infos wie immer unten in der Box und wir starten in die Runde. Eure Grundüberschrift, fühle dich unaufhaltsam, liebe Zwillinge. Welche Frage stellt sich für euch in den Raum? Was sind drei Dinge, große oder kleine, die ich bis zum Ende dieses Monats erreichen möchte? Warum möchte ich sie erreichen? Ja? Mit dieser Frage könnt ihr euch einmal unaufhaltsam fühlen und ihr könnt somit eure innere Haltung erforschen, die ihr zu einem bestimmten Thema einnimmt. Gerne könnt ihr mir diese Antworten in den Kommentaren verzeichnen. Ich teile sie gerne mit euch. Und wir gehen jetzt über in die drei Grundimpulse vom keltischen Kreuz. Los geht's für die Zwillinge für März. Wir starten mit der Falschheit, mit der unverhofften Freude und dem Offizier. Einmal kann es hier um eure Selbstständigkeit gehen mit dem Offizier. Es kann um Wertesystem gehen, um einen heimlichen Liebhaber oder um den Mann eures Lebens. Es kann um einen Chef gehen. Hier seid ihr wahrscheinlich etwas wankelmütig unterwegs, weil wir die Falschheit und die unverhoffte Freude haben. Die unverhoffte Freude ist etwas sehr positiv Überraschendes, womit ihr nicht rechnet. Ja? Und die Falschheit gilt es zu entlarven. Geht es hier um eure eigenen Muster oder geht es um Falschheiten, die in eurem Umfeld gespielt werden, wo entweder die anderen oder ihr euch selbst bestimmte Steine möglicherweise in den Weg legt. Auf eurer Gedankenebene haben wir die Eifersucht. Ja? Vielleicht seid ihr hier eifersüchtig, neidisch oder in bestimmten Verstrickungen gefangen oder es geht hier um euer Umfeld, das hier neidisch, eifersüchtig auf euch ist oder euch sogar beobachtet aus einem heimlichen Winkel. In eurem Unterbewusstsein haben wir das Unglück. Hier geht es um eine Herausforderung. Möglicherweise geht es, wie gesagt, um eure Verhaltensmuster, wo ihr vielleicht nicht ganz ehrlich mit euch seid, dass euch manchmal so manches Unglück, dass ihr das selbst oder es geht um eine Herausforderung im Allgemeinen, die es hier zu meistern gilt. In der Vergangenheit haben wir die Hoffnung liegen. Hier wart ihr guter Dinge, hier habt ihr euer Energielevel hochgehalten, Hoffnung gehalten. Ja? War es eine falsche Hoffnung, war es eine berechtigte Hoffnung? Das wisst ihr selbst am besten. In der nächsten Zukunft haben wir die Heirat. Ja? Hier geht es um Zusammenschlüsse, um Verbindlichkeit, möglicherweise um das Zusammenlegen der Haushalte, möglicherweise um Zusammenarbeit in einem Familienbetrieb oder in bestimmten Gruppen. Ja? Hier geht es immer sehr stark um das Miteinander. Wie wird dieses Miteinander gepflegt? Es geht mit Sicherheit um die Fröhlichkeit. Feste zu feiern, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden. Es geht um das Verliebtsein. Ja? Auf welche Art und Weise verbindet ihr euch hier, weil wir das Unglück daneben liegen haben? Ja? Ist hier immer etwas schwarz und düster gefärbt oder darf es locker, flockig, leicht vonstatten gehen? In eurem Umfeld haben wir die Liebe. Ja? Ihr werdet geliebt, ihr werdet geachtet für eure Berufung. Euer Umfeld vielleicht hat auch eure Berufung nötig, um in die Leichtigkeit zu kommen. Ja? Was genau ist Berufung? Das kann sich einmal beruflicher Natur zeigen, aber es zeigt sich auch in den kleinsten Dingen im Alltag, liebe Leute.
dass ihr einfach Leuchtturm für andere seid, nur durch euer Beispiel, durch euren Lebensstil. Das muss nicht immer beruflich passieren. Ja? Hoffnung oder Befürchtung ist der Geliebte. Ja? Vielleicht habt ihr hier Angst, dass der Geliebte eifersüchtig ist. Vielleicht seid ihr eifersüchtig auf den Geliebten. Der Geliebte kann für euren Liebespartner stehen, aber auch für eine männliche Person, die wirklich an euer Herz gewachsen ist. Ja? Kann auch in verschiedenen anderen Verbindungen wie Freundschaft oder Familie vorkommen. Der Ausgang, liebe Zwillinge, lautet das Haus, die Witwe und der Verdruss. Hier geht es möglicherweise um euch selbst, wo ihr herausgefordert seid, weil ihr im Verdruss feststeckt, wegen familiärer Situationen, wegen manch Wohnsituation, wegen eurem Körpergefühl, wegen Familienthemen, wegen Institutionen, das spüre ich hier auch, ja. Kann aber auch sein, dass es eine weibliche Person aus eurem Umfeld ist, der es so geht. Kann auch um eine Mutterfigur gehen. Ja? Oder um eine weiße Mentorin, Ratgeberin, die euch hier zur Seite steht. Unter dem Deck haben wir die Krankheit liegen, die Blick hier in die Vergangenheit. Also alles, was hier kränkelt, darf jetzt der Vergangenheit angehören. Wir gehen über zu den Klärungskarten. Ich hätte gerne eine Klärungskarte zur Falschheit, bitte. Da haben wir die Prinzessin der Scheiben. Hier kann es um eine jüngere weibliche Person gehen. Es kann um Mutterschaftsthemen gehen. Es geht aber darum, neue Projekte in die Welt zu setzen, zu konkretisieren. Ja? Was wollt ihr in diese Welt gebären? Und dann seid unaufhaltsam, meine lieben Zwillinge. Dann hätte ich gerne eine Klärungskarte zum Unglück. Die Prinzessin der Scheiben kann auch für eine Frau im Erdzeichen stehen. Das wäre Stier, Steinbock, Jungfrau. Und beim Unglück zeigt sich die Königin der Stäbe. Eine Frau möglicherweise im Feuerzeichen wie der Schütze Löwe. Vielleicht ist es eine Bekannte aus eurem Umfeld im Feuerzeichen geboren. Es kann aber auch sein, dass es um eure Eigenschaft geht, dass ihr hier vielleicht nicht immer euren Eingebungen folgt und deswegen unglücklich seid. Die Königin der Stäbe ist leidenschaftlich, feurig und folgt ganz klar ihren Eingebungen. Macht ihr das auch, Fragezeichen? Ja? Hier geht es um Feuer. Vielleicht ist das Feuer in bestimmten Situationen erlischt, ja, und jetzt habt ihr die Aufgabe, dieses Feuer wieder anzuzünden und unaufhaltsam zu sein. Was mir hier auch noch einfällt, sollten dies Menschen in eurem Umfeld sein, die hier im Verdruss feststecken, dann lasst das nicht auf euch abfärben. Das ist leichter gesagt als getan. Es fordert Übung. Ich hätte hier jetzt noch gerne eine Klärungskarte zur Witwe und zum Verdruss. Da haben wir den Eremit. Hier geht es ums Thema Rückzug, ja, vielleicht um euren Rückzug oder den Rückzug von einer anderen Person. Und es geht sehr stark darum, die Höllenhunde, die hier so laut bellen, zum Schweigen zu bringen. Wie macht ihr das? Indem ihr sie anschaut. Was wollen euch diese Höllenhunde sagen? Entspricht es der Wahrheit? Und dann bringt diese dunklen Schattenthemen ans Licht, liebe Leute. Hinweis auf Jungfrau Geborene ist hier im Raum. Und zu guter Letzt, wie versprochen, gibt es die drei Impulse für eure innere Persönlichkeitsentwicklung. Den blinden Fleck macht das Thema festhalten. Ihr haltet hier irgendwo fest und vielleicht ist es euch nicht bewusst, dass ihr das macht, dann seid ihr aufgefordert, loszulassen. Entweder geht es hier um materielle Themen, die Frau hat sich ein Gefängnis aufgebaut, versteckt sich hinter dem Geld, wird immer robuster von körperlicher Sicht her gesehen. Ja? Also, wem oder was schenkt ihr hier Gewicht? Diese Frage steht hier im Raum. Ja? Und auf eurem Weg geht es darum, gesunde Konflikte zu leben,
Vielleicht werdet ihr hier an den Pranger gestellt oder ihr stellt jemanden an den Pranger, dann seid immer vorsichtig mit Schulddämonen. Schuld gibt es gar nicht. Hier geht es darum, bestimmte Konflikte, Streitgespräche auf erwachsener Ebene zu lösen und es geht sehr stark um das Thema Outing. Vielleicht müsst ihr etwas outen oder euer Umfeld. Wohin führt das Ganze? In die mütterliche Fürsorge. Hier geht es um die Heilung des inneren Kindes. Wie gut sorgt ihr für euch? Denn die erste Karte spricht auch für euren Selbstwert. Ja? Seid ihr euch wert genug? Oder so, dass bestimmte Dinge, Situationen folgen. Und hier dürft ihr euch selbst so verhätscheln, wie es eine Mutter mit ihrem Kind macht. Und das wird euch gelingen. Hier geht es sehr stark um Selbstliebe oder möglicherweise auch darum, eure Kinder mal so richtig zu verwöhnen, habe ich hier das Gefühl. Ja? Hier geht es nicht um Aufopferung, wohlgemerkt, liebe Zwillinge. Hiermit schließe ich ab. Und freue mich auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.